Hi, mein Name ist Michael Seemann, im Netz kennt man mich als MS Pro. Ich bin seit 2008 auf jeder Freiheit statt Angst Demo gewesen. Ich war bei vielen Aktionen und Petitionen gegen die Vorratsdatenspeicherung und andere Überwachungsformen dabei. Und ich möchte ein bisschen über den Kampf gegen die Überwachung in Zeiten nach Snowden reden. Das ist so das Überwachungshauptnarrativ, kann man sagen, also Anti-Überwachungshauptnarrativ ist: Frei ist nur, wer nicht überwacht wird. Das wird auch mal wieder wiederholt, beispielsweise von Juli C. und anderen Leuten. Ranga Yogeshwar, die sich gerade irgendwie in den Vordergrund dort spielen. Und ich glaube, wir haben damit ein Problem, denn seit Snowden gibt es ein paar Fragen, die wir beantworten müssen. Und zwar, waren wir die letzten 10 Jahre etwa keine freien Menschen und haben wir das nicht bemerkt? Viele Anti-Überwachungsgegner würden jetzt wahrscheinlich tatsächlich sagen, ja, nee, das waren wir auch gar nicht. Wir waren die letzten zehn Jahre keine freien Menschen. Dann könnte jemand darauf reagieren und sagen, haha, hat ja gar nicht wehgetan. Ist Überwachung also gar nicht so schlimm? Die dritte Frage, die sich stellt, und das ist eine ganz konkrete, die den Aktivismus betrifft. Wenn wir eh schon unfrei sind, warum sollen wir denn jetzt noch gegen die Vorratsdatenspeicherung kämpfen, beispielsweise? Ja, also die Überwachung der NSA ist schon so umfassend, ob ich jetzt noch mehr überwacht werde, das macht mich jetzt auch nicht unfreier. Ich würde sagen, dass ein Bit Überwachungsmeme, das heißt also überwacht oder nicht überwacht, gleich unfrei frei, dieses ein Bit Überwachungsmeme ist kaputt. Und ich wollte ein paar Thesen aufstellen, wie man das vielleicht reparieren kann oder wie man dort vielleicht wieder zu einem besseren Narrativ kommen kann, um gegen Überwachung zu kämpfen. Und das Erste ist erstmal anzuerkennen, dass es unterschiedliche Qualitäten von Überwachung gibt. Dass es eben nicht einfach eine Überwachung gibt und eine Nicht-Überwachung und dann ist alles, dann haben wir die Welt erklärt. Ich glaube, so ist das nicht. Und zu den unterschiedlichen Qualitäten eben die Thesen. Die erste wäre, Überwachung ist nicht gleich Macht, sondern Macht macht Beobachtung zu Überwachung. Also beispielsweise, wenn ein Anwohner die Straße beobachtet, dann ist es eine Beobachtung. Wenn ein Polizist das Gleiche tut, dann ist es eine Überwachung. Warum ist es das so? Weil Macht hat, wer die Möglichkeit zur Disziplinierung hat. Das heißt, ich brauche schon mal erstmal ein Strafregime, eine Androhung von Sanktionen, damit die Beobachtung überhaupt zu einer Überwachung wird. Und dieses Strafregime ist, glaube ich, das zentrale Thema eigentlich bei der Überwachung, dass eigentlich, wir konzentrieren uns bei dem Überwachungsdiskurs immer nur auf die Beobachtung selber, aber eigentlich müssten wir uns viel mehr auf das Strafregime konzentrieren, denn es ist viel schlimmer als und viel entscheidender als beispielsweise die Verletzung der Privatsphäre oder etwas ähnliches. Ich meine, Trojanow, der Anti-Überwachungsaktivist, der in die USA nicht einreisen konnte, der wurde nicht wegen bestimmten Informationen und seiner Privatsphäre nicht in die USA einreisen gelassen, sondern wegen seinen öffentlichen Positionen. Das hat überhaupt gar nichts mit Privatsphäre zu tun, aber das Strafregime war da und die Disziplinierungsmaßnahme war da und deswegen ist auch dort die Überwachung schlimm, wo sie eben nicht die Privatsphäre betrifft. Ich glaube, wenn man diese Thesen so ein bisschen verinnerlicht, dann kann man davon ein Überwachungsranking, also eine unterschiedliche Qualitäten von Überwachung durchaus anerkennen. Ich habe das jetzt mal aus deutscher Sicht aufgedröselt. BND ist schlimmer als die NSA. Die Überwachung vom BND ist schlimmer als die NSA. Warum? Weil der BND eine deutsche Behörde ist und er mich deswegen sehr viel mehr betrifft. Das Strafregime ist sehr viel konkreter von dem BND als von der NSA. Der Verfassungsschutz ist wiederum schlimmer als der BND, weil der BND eigentlich gar nicht für mich zuständig ist, ein Auslandsgeheimdienst. Und der Verfassungsschutz hat tatsächlich die Aufgabe, mich zu überwachen, also im Zweifel. Das Dritte wäre, Vorratsdatenspeicherung ist schlimmer als der Verfassungsschutz, denn die Vorratsdatenspeicherung bietet unglaublich vielen Strafregimen bis hin zur Polizei eine ganze Messlatte von Sanktionen, die gegen mich ausgesprochen werden können. Diese und viele andere Thesen will ich jetzt demnächst zusammenstellen in einem Buch und das wird heißen Das neue Spiel, wo ich versuche eben solche neuen Regeln und solche neuen Parameter für eine Freiheit im Internet nach Snowden aufzuschreiben. Dankeschön.